Auf den Dächern über Göppingen befinden wir uns hier bei der Firma Lekic Flachdachbau aus Göppingen Rechberghausen. Vor mir der Vasili Lekic, der Geschäftsführer, der Chef von der Firma Lekic. Wir haben hier das erste Mal letzte Woche unsere Universal Pro Term verlegt und wir wollten euch mal deine Meinung zu unserem neuen Produkt, in Anführungszeichen neuer Produkt, hören, was du so davor hältst. Genau. Wie Ottmar bereits gesagt hat, ich bin Vasili Lekic aus Göppingen selber hier und wir arbeiten seit 2,5 Jahren eigentlich ausschließlich Bitumdächer und deswegen kam uns so ein PVC-Dach immer ein bisschen kritisch, weil wir doch auch hier oft Reparaturen haben und alles Mögliche und da sind wir auch, wir sind geübter einfach im Umgang mit den Bitumbahnen und deswegen haben wir gesagt, Ottmar hat mir das Produkt vorgestellt, da habe ich gesagt, komm, das können wir auf jeden Fall mal probieren und wie man hier sieht, sind wir eigentlich auch recht zügig vorangekommen. Das verbindet einfach, das Produkt verbindet beide Vorteile von der FPO-Bahn und von der Bitumenbahn, dass man es eigentlich recht leicht verschweißen kann und genau, dass man es nur einlagig verlegen muss, was dann auch eine Preisfrage auch sich positiv zeigt im Preis, dass man eben nur eine Bahn verlegen muss. Genau. Was für uns im Prinzip auch gut ist, aber noch besser für den Bauherrn, der sich dann auch ein paar Euros dann dadurch sparen kann. Genau, du hast ja hier die Tarnvariante, die Selbstklebevariante, wie man dahinter sieht, auf Steinwolle wäre es hier nicht unbedingt erforderlich. Wir haben mal gewusst, glaube ich, was da drunter rauskommt, deshalb einfach die Sicherheitsvariante. Genau. Anschlüsse hast du rausgeschnitten, oder? Anschlüsse aus der normalen Bahn. Genau, Anschlüsse haben wir aus der normalen Bahn rausgeschnitten, weil wir doch verschiedene Anschlusshöhen hatten, da 40 cm, da 50, da 60 und da ist dann einfach geschickter, dann das aus der Bahn rauszuschneiden. Und da hat man auch den Vorteil im Vergleich zu normalen Bitumen, dass wir auch mal längere Stücke verschweißen können, was dann auch einfacher und schneller ist. Und zusätzlich haben wir sie noch am Rand fixiert. Hier muss dann zweifach, also oben in der Mitte einmal fixiert und oben einmal fixiert einmal zur Sicherheit. Weil wir hier eine Höhe von über 50 cm hatten, deswegen mussten wir es in der Mitte nochmal fixieren. Und zusätzlich eine Randfixierung, weil wir Trapezdach unten haben, dass wir einfach auf der ganz sicheren Seite sind, ob das jetzt Windlasten sind oder kann alles auf das Dach zukommen, das ist gewappnet. Genau. Sehr schön. Genau. Saubere Arbeit, kann man da bloß sagen. Du kannst dir vorstellen, die Bahn zukünftig auch das öfter einzusetzen. Also, wir haben jetzt die Thermvariante mit dem Selbstklebestreifen unten benutzt, aber ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass wir das, wie heißt die andere? Die Pro und die Pro Taum. Genau, die Pro, dass wir die also beide auch verwenden werden. Gerade wenn wir Polystyrol oder PU-Hartschaumplatten haben, wäre das auf jeden Fall noch viel, viel, viel schöner und einfacher gegangen. Hier haben wir die Therm benutzt, wie der Ottmar schon gesagt hat, weil wir es nicht genau wussten, was unten auf uns zukommt. Wäre wahrscheinlich wieder andere leichter gewesen. Trotzdem haben wir es eigentlich recht gut, glaube ich, gemacht. Und sieht auch, also das erste Mal finde ich, da haben meine Jungs echt gute Arbeit geleistet und auch recht zügig. Also zweilagig wären wir hier noch, wären wahrscheinlich noch in der Mitte geblieben, vom Aufwand und von der Geschwindigkeit und was Ausführung, was Qualität auch angeht, wirklich top. Kann man nicht vergleichen mit der PVC-Bahn, die ja nur ein paar Millimeter, also nicht mal Millimeter dick ist. Hier sind wir bei 2,8, was wirklich top ist. Einfach eine höhere Sicherheit auch für den Kopf im Vergleich zu so einer dünnen PVC-Bahn. Genau. Super, perfekt. Einsatzgebiete im Schwerpunkt, wo siehst du es? Großflächige Objekte oder vielleicht auch im kleineren Bereich? Genau. Balkone. Also primär denke ich mal, dass es für so größere Objekte sehr praktisch ist, weil auch die Bahnen 10 Meter lang sind, was manchmal bei Balkonen oder so schon aufwendig ist, bis man die gedreht hat. Aber ich denke mal, wenn man eine Länge hat oder Einfamilienhäuser, soll es auf jeden Fall auch kein Problem sein, die dann auszurollen und auch zu verlegen. Und auch, genau. Super, Vasili. Herzlichen Dank. Viele, viele Argumente. Genau. Merci, sagen wir. Und Dankeschön. Vielen Dank, dass du uns da diesen Auftrag dann auch übermittelt hast. Ich bedanke mich auch für die kompetente auch Beratung. Wir haben ja auch gleich einen Anwendungstechniker mit dazu bekommen, weil wir die Bahn das erste Mal verlegt haben. Und war wirklich alles top. Service und auch Lieferung einwandfrei. Kann ich nur weiterempfehlen. Werde ich auch weiterempfehlen. Dankeschön. Danke. Merci.